Hallöchen, meine Lieben, willkommen zu Castle Story und mir, eurem lieben Cigaro. Derzeit im Turmbau zu Babel hier, diese komische Säule, die wir designt haben. Ich weiß nicht wirklich, ob die was bringt. Ich weiß nicht wirklich, ob die irgendwie schick ist oder was auch immer. Was ich aber weiß, ist, dass wenn wir jetzt hier oben sind, wir könnten hier natürlich dann auch noch einen Turm draus bauen. Also wir könnten rein theoretisch hier oben weiterbauen und es irgendwie schaffen. Das muss auch weg. Das muss weg. So, und das auch noch. Wir könnten natürlich hier hinten auch noch solche Stufen hochbauen, sodass es abschließt. Hier könnte man noch einen Turm aufbauen, einen weiteren. Na, mal schauen. So, sobald hier die ersten gesetzt werden, die hier rausgucken, haben wir zwei, denen ich einfach die Türme gebe. Wie viele rote Türme sind hier schon im Lager? Ah, da sind doch schon einige. Eigentlich glatt noch zwei mehr bauen. So, bitte, bitte, bitte. So. Nee, nee, nee. Da sitzt da oben jetzt kein Stein. So, und jetzt könnt ihr auch die Steine weitersetzen. Aber wir haben gar nicht mal mehr so viele, noch 8 Stück. Ich wage zu behaupten, dass dieser Bau gar nicht so schlecht ist. Es ist auch nicht super schön, aber er ist auch nicht schlecht. So, ja, was ja alles schon so entspringt, ne? An Mauern, an Türmen. Ah, kurz gerade hinsetzen. Autsch. So. Ja, was ja alles schon so gebaut wurde. Krass. Das kann, glaube ich, ganz fertig gebaut werden, ohne dass wir noch was hinzu tun müssen. Sehr gut ist, dass die Türme platziert werden gerade wieder, auch der hier oben hoffentlich gleich. Und Holz kann nicht gebaut werden gerade, ist klar. Aber was wir können, was hier alles ankommt. Leute, der Turm wurde gesetzt. Jetzt ist gut. Was wir machen müssen, wir müssen gleich wieder zu den Waffen rufen. Zu den Halloween-Waffen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Angriffe werden ja immer stärker. Und wir versuchen ja schon, unsere Verteidigung so gut es geht auszubauen. Was gar nicht so easy ist.
So, ja, warum nicht? Einfach mal komplett rum. So, wo hapert es jetzt hier? Es fehlt an Schwefel. Nö, Schwefel haben wir eigentlich genug. Aber wir müssen zu den Waffen rufen. Die vier schießen auf jeden Fall schon mit. Sonst könnt ihr auf einmal durchlaufen und jetzt geht's nicht. So, jetzt komm da hin. Ich glaube, ich bin jetzt doch recht zufrieden, oder? Wir greifen schon entfernte Ziele an. Wir haben wieder 25 Brigdons, das heißt, der eine, der runtergefallen ist, den haben wir uns wieder geholt. Klar, hier werden die Türen schon wieder beackert. Ah, nicht kaputt gegangen, sehr gut. Natürlich cool, wenn kein großer mehr kommt. Oh, oh, oh! Die sind geblockt beide. Also eigentlich könnte da natürlich ein Katapult hinschießen, ne? Dafür bräuchten wir einmal so ein Fass und das Produktions... Für Fässer ist, glaube ich, der Altar, oder? Nee. Das chemische Labor. Kommt dahin. Weil die werden sich jetzt hier festschießen. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal den Befehl, dass die zurück alle an die Arbeit sollen. So, Tür ist auf. Schnell reparieren.
Gut, hoffen wir darauf, dass hier der Turm jetzt fertiggestellt wurde. Also wird, besser gesagt, dass die Abwehrtürme hier, die hier platziert werden, dann auch schön mitkämpfen können. Wenn die dahin schießen könnten, ne? Mann, wäre das cool. So, wir haben keine Steine mehr. Das heißt, wir reißen jetzt hier wieder ein bisschen was ein. Und der Aufräumbefehl kriegt recht hohe Priorität. So, die Türme hier oben stehen jetzt auch deshalb hier an den Seiten, hier, weil wenn einer durchkommt, wird da richtig das gut bekämpft. Alter, und du sollst es hier endlich reparieren, Mann. Und das bröselt hier runter und wird dann hoffentlich gleich eingesackt. Alles einsammeln, bitte. Na los. Packt das echt nicht. Endlich werden mal Steine geliefert. Das wird eigentlich eine recht, also jetzt, wenn ich es mir so überlege, wird das sogar eine recht coole. Coole, ja, Konstruktion. So haben wir dann hier richtig nochmal ein paar Türme beigesteuert, nämlich 6 Stück. Das ist im Grunde so eine Wand hier. Die hoffentlich auch gut arbeiten. Hier wurde alles eingesammelt. So, Steine sind wieder aus. Das heißt, wir brauchen wieder mehr. Das heißt, es darf gebuddelt werden. Früher oder später. Ich denke, früher oder später werden wir entweder aufgrund der Anzahl der Gegner oder aufgrund der Leckerei draufgehen. Also, das ist halt so. Aber so. Welle 100, also so 11 Wellen möchte ich eigentlich schon erleben. Na, das ist schon so mein Plan. Mein Gott, was hier alles schon runterbricht. Rums.
So, und jetzt noch hier. Okay. Das kann alles eingesammelt werden. Steine werden gebracht. Haben wir schon einen roten Turm? Noch irgendwie einen in der Hinterhand? Kragen von diesen Magiern, diese roten Dinger hier. Ach hey, und so viele auch noch. So, okay, megamäßig viele Steine werden wieder angeliefert und wenn ich das hier noch einmal abreiße, fällt uns alles auf den Kopf. Nimm du mal den, der dahingestellt wurde, bitte. Vielleicht weißt du ja auch, wohin damit. Oh, hier fehlt Holz. Es wird gesagt, hier grast diese Bäume ab oder diese in der Mitte und zieh einen Graben. Dann kannst du diese Bäume nutzen. Und die Gegner laufen eh nicht lang aufgrund des Grabens. Ja, aber wir haben gesehen, die springen schon ganz schön. Alter, der repariert das nicht. Das ist unglaublich. Er repariert es nicht. Jetzt ist mir auch egal. So, das Problem ist jetzt, dass wir A, kein Schwefel mehr haben. Das heißt, wenn das hier runterfällt, haben wir wieder. Aber wir haben nur noch 3 Minuten. Und B, wenn man hier rankommen will, muss ich hier oben hinlaufen mit dem Türmchen und runterspringen. Das heißt, wenn der Meister hier sich mal den nimmt, wir gehen hier hoch und wir lassen ihn dann springen, sollte das klappen. Fragt sich, ob er das überlebt, wenn ich ihn da runterspringen lasse. Ja, schon ein weiter Sprung, ob er es überhaupt macht. Wenn das da hinstellen würdest, das wäre toll. Macht er nicht. Da muss der weg. Okay. Der Stein muss noch gesetzt werden. Das macht auch hoffentlich gleich einer. Wir haben diese Tür nicht mehr, nur noch eine Tür hier, weil wir kein Eisen und kein Holz haben. Eher kein Holz, ne? Das heißt, wir brauchen zwingend Holz. Wirklich zwingend. Das heißt, einmal haben wir hier den Holzhack-Befehl. Das brauchen wir. Und hier wäre eigentlich auch recht gut aufgehoben. Cool, jetzt laufen sie. Jetzt laufen sie den Turm entlang.
Okay, also Leute, den Angriff, den sehen wir in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge werden die dann sich auch umorientieren, glaube ich. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss.